Focus Entertainment. For Divinity. Mundfisch. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Mundfisch. Das wäre unangenehm. Wieso ist hier oben links ein Mauspfeil? Der muss weg. Das bitte jetzt alles durch. Ja, ach so. Ach, restlich Hinweis, was? Hinweis in die Action-Szene und sonst. Das wird morgen abgefragt, ne? Wollte ich nur sagen. So, hallo und herzlich willkommen bei einem, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Let's Play ist, ein Angespielt oder was auch immer. Wir gucken uns das einfach mal an und ganz kurz, hallo. Wir schauen uns heute mal Atomic Heart an. Ich höre nur Gutes und die Trailer von der E3 und so sahen auch ziemlich cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll schwer sein, aber das ist natürlich genau das, was wir hier auf dem Channel natürlich immer zelebrieren. Ihr kennt das, ne? Skiller, Killer und Vanilla Gorilla. Das bin ich. Atomic Heart heute und ja, mal gucken. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob wir es durchspielen oder vielleicht, ob wir es nur antesten, weil Sons of Forest kommt raus und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen biased, was das angeht. Da wird auf jeden Fall meine Priorität liegen und vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Spiel, weil ich YouTube, ich muss es gestehen, ich habe in letzter Zeit zu wenig Let's Plays aufgenommen, weil die Zeit fehlte. Asche auf mein Haupt. Keine Ausreden, keine Ausflüchte. Privat ist viel los. Nein, keine Ausflüchte. Wir ballern rein. Atomic Heart, unsere Herzen schlagen atomar. Ja, und aua. Und jetzt mache ich ein neues Spiel. Was? Was? Friedliches Atom. Wir heißen dich herzlich zu einer lockeren Erkundungstour durch Anlage 3826 willkommen. Genosse, spektakuläre und rasante Schlachten mit Robotern werden dich auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht zu lange von der Geschichte abhalten. Natürlich musst du immer noch kämpfen, aber einheizen wird dir ausschließlich die Handlung. Lokaler Ausfall. Meisterst du gern Herausforderungen? Also ich nicht. Ja, da habe ich genug von. Hut ab, dann wollen wir dir nicht weit am Weg stehen. Aber sei gewarnt, es wird kein Zuckerschlecken. Manche Kämpfe halten dich auf Trab und manche Aufgaben erfordern Fingerspitzengefühl. Doch das Gefühl der Überlegenheit, wenn du eine weitere Hürde überwunden hast, wird dich überflügeln. Das hört sich an, als würde man einfach mit Behörden schreiben in Deutschland. Weißt du, antwortest du Behörde, da überflügelt mich gar nichts. Wir empfehlen einfach mehr lebendig als tot zu sein. Ja, Originalbehörden schrieb. Original. So, Armageddon. Du hast eine wilde Fantasie, düstere Gedanken und bist masochistisch veranlagt? Tausendmal ja. Bei letzterem können wir Abhilfe schaffen. Zieh dich warm an, denn dich erwartet ein echter Albtraum, der dir Erfahrung, Reaktionszeit und Ressourcenmanagement abverlangt. Geh sparsam mit deinen Kugeln um. Die letzte brauchst du vielleicht für dich selbst. Das ist ja wie bei Hürden. Jedenfalls, ich glaube, ich mach erstmal auf normal, wie immer. Ihr wisst, auf diesem Channel spielen wir immer normal. Es soll aber kackenschwer sein, sagen die Leute. Wir gucken mal. So, ich mache lokaler Ausfall. Let's go. Charlies Tipp, nutze die Umgebung zu deinem Vorteil. Kisten werfen kostet nichts, Munition vergeuden schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Magst du Tiere, Genosse Major? Ich bin zum Beispiel ein großer Katzenfreund. Wenn du ein Haustier hast, vergiss bitte nicht, es zu füttern. Was? Du kannst im Kampf ruhig auch ein bisschen aggressiver auftreten, weißt du? Bisher hat es dich noch nie das Leben gekostet. Ja, weil ich vielleicht noch nicht gespielt habe. Schön hier. Positive Energie. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Hanshu. Ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Hä, wie schön! Wie cool! Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Technologie? Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Weiß ich nicht. Knie, da gibt's Bücher. Das ist aber ein Bücherkiosk, okay. Huch. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ich hätte gerne einen Quas. Kann ich die nehmen? Ja, danke, ich... Warte kurz. Ja, danke. Nein, ich war... Mann! Da war Fitness-Vibes.
Ich wollte Yoga Pants sehen. Oh, ich will auch so Limonadenbots bei uns. Wieso gibt's denn sowas nicht? Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Ach, diese Roboter. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Ich muss gleich noch V-Sync einschalten. Muss ich leider meinen Videotreiber machen. Schöner Tag. Oh, ist wirklich... Oh. Erinnert mich so an Bioshock, ne? Erinnert mich so an Bioshock. Was ist mit deinen Wova-Robotern los? Die drehen ja durch. Was ist ein Schwein? Hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so. Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Der Text ist auch sehr groß. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Amazon-Mitarbeiter. 0451 für Amazon-Mitarbeiter. Oh, was ist da? Ich höre eine große... Oh. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Ich guck gerade hier rum. Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Hm. Ich melde mich später. Verstanden. Okay. Ich dachte gerade, das wäre der Vater. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Ich bin auch überfordert. Aber die, guck mal, die Karren sind immer noch die alten Schleudern. Die Karren sind immer noch die alten. Weißt du, ganz ehrlich, die haben hier überall Bots und alles möglich und alles fliegt und blalalala. Aber die Karren sind immer noch so ein alter Wartburg und Lader. Und ich muss unbedingt das T-Ring ausschalten. Das geht mir so auf den Sack gerade. Genos. Plattformbewohner und Gäste der... Oh, Neuigkeiten. Ist Wiestje. Die Ansprache des Generaldirektors von Anlage 2826, Dr. Sechenov, beginnt in Kürze. Beginnt in Kürze. Sammelt euch auf dem Stadtplatz, um seine Rede zu hören. Ja, gleich. Da habe ich auch T-Ring, ne? Das will ich nicht. Warte. Ich gehe mit T-Ring nochmal kurz hier rüber. Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Ach, so unser Handschuhler mit uns redet, ne? Sag mal, dieser Roboter sieht ein bisschen 420 aus, oder? Der sieht so ein bisschen... Und die Augen so... ein bisschen. Guten Tag. Ich muss mich ganz kurz eben erstmal umschauen. Und dann starte ich nochmal neu wegen T-Ring. Weil das, wenn ich mich umdrehe, ich weiß, ob ihr es seht, aber es ist sehr krass. Bei mir zumindest hier gerade. So, ich würde sagen, ich speichere mal kurz. Geht das hier eigentlich so? Spiel laden? Ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich bin sofort wieder da und dann starten wir mal ohne T-Ring. Das ist momentan ein bisschen doof. Das ärgert mich ein bisschen und das kann ich nur über Nvidia-Treiber machen. Moment, bis gleich. So, da sind wir wieder drin und wir haben V-Sync drin, Nvidia-Update haben wir gemacht, V-Sync haben wir drin und wir haben ein Update vom Game gemacht und auf gar keinen Fall habe ich das Spiel gerade gestartet und plötzlich war die ganze Sprache Englisch. Das ist niemals passiert und keiner weiß davon. Niemand wird es mitbekommen. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich so wirklich wieder alles Deutsch ist. Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Also diesen Roboter würde ich Kiffy nennen. Wie Tiffy aus der Sesamstraße. Nur mit K. Hey, was hat Kiffy denn für eine Wampe? So, okay, weiter geht's. Das sind sehr rote Ballons. Wow, sind diese Ballons rot. Was für rote Ballons. Was war denn das? Ah, die Roboter machen Sklavendienste quasi. Hat er einen Mustache?
Wer baut einen Roboter und gibt den einen Mustache? Ich meine, Klamotten okay, aber du baust doch keinen Roboter und denkst dir, was da fehlt? Ein Mustache. Hä? Die stellen extra Mustaches her für Roboter? Die müssen die extra herstellen. Und keine Haare, keine Ohren, aber der Mustache. Weird. Und sonst hat keiner einen Mustache, nur die Roboter. Schade, dass meine Sozialkreditwertung nicht hoch genug ist, um ein Gedankegerät um manches Mitglied der Gesellschaft verdient. Oh, Sozialkredite. Holt euch euren Gedanken, sonst wird euer Leben ziemlich abstanken. Oh, oje, an dem Reim muss ich noch arbeiten. Abstanken? Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Ja? Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke, ich sehe mich nur um. Nein, geh, danke. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Mhm. Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts. Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumenlila? Deine Pflaume ist lila. Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanken-Neurokonnektor zu aktivieren. Mhm. Derzeit funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon und Lichtquelle. Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Habe ich gestern gelernt, ist für lau, dann jau. Ach, na dann. Kann ich mir eins aussuchen oder nehme ich einfach... Das ist meine Augenfarbe? Das ist meine Augenfarbe? Von allen kriege ich pink. Das sieht aus wie ein Nippel. Fühlt sich komisch an, aber irgendwie geil. Ein Schläfennippel. Oh, das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Tag noch. Hey, versuch's, Sancho. Ich habe das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du doch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Charles. Das charakteristische Lang- und Erfassungssystem. Ich nenne dich so, wie es mir passt. Handschuh. Wow. Wir sind bestimmt auch ein Bot, oder? Wir sind bestimmt auch ein Roboter. Deswegen konnten wir hier nicht erfasst werden. Mal gucken, die haben alle so ein Ding. Erinnert mich ein bisschen an Star Trek. Oh. Hol dir einen Tee. Die Sendung beginnt. Hast du Kekse? Aber, nicht schlingen. Kleiner Kirschlutz. Steh nicht rum, Genosse. Du willst dir die Rede sicher auch ansehen. Wir machen Platz. Danke, oh, aber ich muss noch wohin. Nusides, Nupagazzi. Läuft da gerade. Oh Gott, Kinder-Flashbacks. Okay, ich komme aber gerade nicht. Okay. Es war gerade sehr weird. Okay, haben wir hier sonst noch was? Was für ein schöner Tag. Weißt du, ich bin schon ganz auf Dr. Setchenovs Rede gespannt. Ja, ich auch. Ich kenne ihn gar nicht. Guten Tag. Oh, ich gucke mir die Sachen hier einfach so gerne an, ne? Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich gucke mir das einfach gerne... Was ist das denn für ein riesiges Ding da? Oh, sieht schon cool aus. Diese Idealvorstellung, das ist wahrscheinlich alles Friedenstauben und so, ne? Das ist so ein bisschen diese Idealvorstellung, die man so hatte. Die Realität sah aber ganz anders aus. Oh Gott. Ich hatte ganz kurz eben, ich dachte zuerst, sie ist echt. Und dann dachte ich, oh Gott, was? Der stellvertretende Direktor Michael. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Okay, die ist echt. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Das kommt auf den Fortschritt auf an. Was geht denn gerade so ab in der Biologie? Was gibt's Neues bei der Robotik? Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ich habe da ein berufliches Interesse. Ich würde sagen, Robotik interessiert mich. Was gibt es Neues bei der Robotik?
So wie es aussieht, werden sich Roboter in 5 Jahren nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen. Veraltete, menschenähnliche Modelle wie ich werden dann mit Polymer general überholt, um alle Feinheiten der Gesichtsmimik zu beherrschen. Eines Tages wirst du eine Zeitung kaufen und nicht mal merken, dass du mit einem Roboter redest. In 5 Jahren? Ich würde lieber von vornherein wissen, wer ein Mensch und wer ein Roboter ist. In 5 Jahren? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, wenn ich es so angucke. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass ich diesen Gedanken habe, aber weiß ich nicht. Also, was geht denn gerade so ab bei der Biologie? Alles, Genosse. Nur um ein Beispiel zu nennen. Unsere Wissenschaftler haben einen experimentellen Vitaminkomplex entwickelt, der die Lebenserwartung der Sowjetbürger auf 100 bis 150 Jahre steigern könnte. Ich will diesen Komplex. Puh, das ist eine verdammt lange Zeit. Wenn ich den Komplex nehmen würde, könnte ich noch ein bisschen länger streamen und LPs machen und so. Ich brauche diesen Komplex. Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ich habe da ein berufliches Interesse. Es gibt eine kurze Meldung über neue Waffensysteme. Genosse Kalaschnikow beschäftigt sich mit den Gaußschen Magnetismusarbeiten, um moderne elektromagnetische Waffen zu verbessern. Er rechnet damit, ihre Wirkungskraft auf das 3- bis 5-fache zu steigern. Die würde ich gerne mal selbst ausprobieren. Ich meine natürlich an einem Schießstand. Wir werden die ausprobieren. Oh, die werden wir ausprobieren. Naja. Also, ich werde deine Zeit nicht länger beanspruchen. Mach's gut. Eine Zeitung? Was zur Hölle soll ich denn damit? Mir ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutzt das Menü deines Handschuhs. Pff, mieser Penner. War das Tutorial oder hat das... Ist kein Tutorial. Das wäre ein guter Zeitpunkt für ein Tutorial. Okay, hier steht Krokodil und das kann ich... keine Ahnung. Ach, da steht übersetzt. Nee, da nicht. Aber da? Gesundheit. Aha. Danke. Festkonzert am 15. Juni. Herz des Roboters, ein friedliches Atom. Der 3-Millionen-Fall. Was für ein toller Gossenhauer. Hä, schon wieder? Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Ich habe es schon mal probiert. Funktioniert bei mir nicht. Warum nicht einfach ausprobieren? Habe ich doch schon mal gesagt. Gemacht. Sieht der ein bisschen aus wie Elon? Elon! Ja, gut. Okay. Elon, das Rad! Na, wir gucken mal. Schon wieder rosa. Es scheint immer rosa zu sein. Ich weiß nicht genau, warum. Wir haben dieses Glück. So. Na, wie ist es? Geht nicht, ne? Oh, das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Hab ich doch gesagt. Mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Er hat auch alle Sprüche auf Lager, ne? Entschuldigung. Schönen Tag noch. Jo, ciao. Es ist unhöflich, die Gespräche von anderen Leuten zu belauschen, Genosse Major. Was? Du musst gerade reden. Was? Ich weiß nicht, was er meint. Huch. Huch. Ich fühle mich voll ertappt gerade, weil ich echt alle mal jetzt bei allen zuhören will. Und ich will mir alles angucken. Ein Hoch auf unsere Sowjetingenieure. Davon träumen die aber. Ich hatte gestern meine Polymerbehandlung. Ich fühle mich wirklich großartig. Ich habe schon damit begonnen, Physik und Chemie zu studieren. Das ist ja toll. Ich werde heute polymerisiert. Der Rest der Nation muss bis Montag warten. Aber Chelome ist schon heute dran. Wenn wer dieses Privileg verdient, dann wir. Die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter! Ein Hoch auf die Mitarbeiter. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man die Privatsphäre von Fremden nicht verletzen soll? Halt die Klappe. Ja, da hast du wohl recht. Gehen wir weiter. Gut. Was ist das da hinten? Achso. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter, ne?
Ich will jetzt nicht alle Geräte. Wo soll ich denn hin? Also ich weiß, wo ich hin soll, aber es ist so viel hier. Und die Statue bitte auch? Alles bis hier sollte im Bild sein. Aha. Das wird toll. Ich habe eine Idee. Ich bin eine Dame aus. Ich gehe auch aufs Bild. Und ihr meine Soldaten. Meine Dame? Ja. Jetzt Foto bitte. Bitte lächeln. Ja. Machen wir noch eins. Hat jemand eine Idee? Ja. Stell dich so zu Anatoli wie der Arbeiter. Ey, ich habe Freunde. Ich habe Freunde. Ich bin der Kosmonaut, also stillhalten. Bitte lächeln. Ja, ich habe Freunde. Ist es fertig? Lass uns mal das Bild sehen. Ich mach Fotobomb, ich zeig Arsch. Kannst du uns das Foto zeigen? Achso, oh. Ich glaube, ich hab geblinzelt. Mal sehen. Hä? Ich bin da gar nicht drauf. Musstest du wirklich so eine Grimasse? Lass uns noch eins machen. Ich bin da nicht drauf. Muss das Atom Warte. Voll im Bild sein. Warte. Aha. Wir sollten so fotografiert werden, wie wir sind. Ja, ganz natürlich. Warte. Lächeln. Warte, jetzt zeig ich Arsch. Jetzt zeig ich Arsch. Kommt schon, nicht schüchtern sein. Da ist Platz. Es wird kalt. Kann das Atom auch mit dem Bild sein? Mann, Leute! Es pfeift durch die Ritze. Macht hin! Das wird toll. Ich habe eine Idee. Ich bin eine Dame aus der Zukunft und ihr meine Soldaten. Meine Dame? Okay, reicht. Bitte komm später wieder. Nächstes Abflauen der Nachfrage erwartet in 5 Stunden 40 Minuten. Abflauen. Ich habe Abflaumen. Nächstes Abflaumen habe ich verstanden. Und habe mich gerade gefragt, was ist denn das? Gratiskarten für Mitarbeiter der Anlage. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich halte mich hier sehr lange auf, ne? Wo geht's hier hin? Dieser Mustache! Der Roboter ist eben der beste Freund des Menschen. Interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie Sechenov schon vor dem Krieg mit der Idee ankam. Ja. Schade, dass damals die Roboter-Idee eingestellt wurde. Mm. Wer weiß. Die braune Pest wäre vielleicht ganz anders verlaufen. Ich weiß. Ach, die Nazis, ne? Die, angesteckt haben, die Nazis wahrscheinlich. Eingeschlossen. Der halbe Kontinent starb aus. Wäre Sechenov nicht gewesen. Mir tat die deutsche Zivilbevölkerung leid. Gut, dass wir jetzt verbündet sind. Sieh dir Stockhausen an. Ein vorbildlicher Mitarbeiter. Ja, Michael ist ein richtiger Sowjetbürger. Ich schulde ihm noch ein bayerisches Bier. Was hat das denn mit uns zu tun? Wir sollten wirklich weitergehen. Ja, ich Klappe, Handschuh. Ich belausche halt Gespräche, um Informationen zu sammeln für unsere wichtige Mission. Oh, Tauben. Ja. Hä? Der wirft ja gar nichts. Wow, der verarscht die Tauben. Imagine, du tust so, als wärst ein Vogelfreund und wirfst einfach Luft. Der hat doch gar nichts in der Hand. Was hier? Bierdeckel? Hallo, jemand zu... 15 Minuten Pause, okay. Na gut. Oh, warte, ich gehe nochmal weiter. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Die Zukunft. Das Wetter ist perfekt. Die Zukunft. Die Zukunft. Die. Über den Sommer. Die Zukunft. Roboter mit Gedanken zu steuern. Die Zukunft. Ist ja schön, aber bei Maschinen möchte ich immer wissen, wo ihr Ausschaltknopf ist. Ach ja, oh nein, jetzt stand es da gerade. Warte. Die Zukunft der Menschheit erwartet euch. Ah, okay. Jetzt hab ich's. Das ist kein Buch. Oh. Ach was. Ist aber kein RTX. So, warte. Ich zeig Arsch. Okay, gut. So. Und? Wie geht es dir so? In beruflicher Hinsicht. Oh, sehr gut. Das Labor läuft wie am Schnürchen und meine Arbeit kommt gut voran. Und dir? Wie es halt so geht. Immer noch der alte Zahlentrott. PTA 6 ist interessant. Wir könnten bei seiner Panzerung einige Verbesserungen vornehmen. Hm? PTL 6? Das kommt mir bekannt vor. Woher denn? Ich erinnere mich nicht. Lass mich in Ruhe. PTL 6? Wir sind wirklich ein Roboter, ne? Lass mal einrosten hier. So, warte. Oh, mein Auge juckt. Diese komischen, unnötigen Sachen hier überall. So, was steht da? So bin ich einfach. Alles, womit ich arbeite, soll von meinen Freunden und von mir stammen. Alles vom Hammer bis zur Rakete. Valentin Chelomai. Ob wir den auch wieder treffen? So, Landauplatz. Club was?
Club Nischenayer Straße und hier haben wir noch die Zielowski Straße. Oh, wir müssen wahrscheinlich dahin, ne? Und wir kaufen ein Eis. Ein Eis? Das ist kein Eis. Das ist ein Eis! Ja, ein Eis, geil! Oh, ich will dieses Eis! Ich bin so neidisch auf ihn! Oh, ich will auch dieser. In 3 Bissen weggegessen! Ich will noch ein Eis! Ich will einfach noch eins! Eins hat mir echt nicht gereicht! Scheiße! Hier gibt's Wasser. Ah, okay. Ein paar Kopeken rein. 3 Kopeken. Das glaubst du selber nicht. So. Und das Glas benutzt ja der Nächste? Wer weiß, wie viele haben denn da schon draus getrunken? Morgen mache ich auch mit so einem dicken Pilz an der Unterlippe. So. Erinnert mich auch ein bisschen an Half-Life, ne? So ein bisschen. Und mein Auge juckt. Warte kurz. Jetzt muss ich auch wirklich mal kratzen. Dieses Auge. Dem zeige ich, wo es lang geht. Nämlich hier. Ich frage mich, ob sie wohl einen Roboterhund machen könnten. Wie einen echten Hund. Aber du musst ihn nie zum Tierarzt bringen. Und alt wird er auch nicht. Weißt du was? Das ist eine richtig gute Idee. Ja, und ich werde sie Lassie nennen. Diese komischen Dinge. Wenn jemand in einen Brunnen fällt, erfahre ich es als Erste. Ernsthaft, ein Lassie-Witz? Ein Lassie-Witz? Oh, die Blumen. Was? So ein schöner Volkstanz, so lebendig. Oh ja, so lebendig. Wir gucken uns mal den Volkstanz an. Jetzt bitte alle mitmachen, ja? Humba, humba, tätere. Was? Humba, humba, tätere. Was ist denn hier los? Dieses Synchro ist Gold. Oh, ist das schön. Oh. Ja, das ist sehr lebendig, dieser Volkstanz. Mhm. Aber guck mal, Mensch und Maschine in Harmonie. Und sie praisen den Roboter. So ein schöner Volkstanz, so lebendig. Warte. Das muss gleich nochmal. Muss gleich nochmal kommen. Humba, humba, tätere. Oh, ich will das Sample haben. Ich will dieses Sample haben. Was? Okay, wie kommen wir denn da hin? Auf die Blumen kann ich nicht. Okay, ich gehe außen rum. Wenn ich nur hier arbeiten könnte, ich würde nie frei nehmen. Diese Stadt ist großartig. Es ist nämlich so hart an Bioshock Infinite, ne? Ach, hör doch auf. Versammelt euch beim Braune-Pest-Denkmal, um an einer Führung teilzunehmen. Erfahrt die Geschichte von Anlage 3826 und ihren großartigen Entdeckungen. Zollt den Kriegsopfern euren Respekt. Ja klar, das mache ich. Die Braune Pest. Die Braune Pest. Na, da gucken wir mal. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China, oh, natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Ja, ich bin so glücklich. Mein Social Score beträgt -3. Oh, das Glück. Es läuft mir aus den Ohren heraus. Oh, schwierig. Ganz schwierig. Oh, was hier? Oh, wir gucken mal von der anderen Seite. Warte mal. Glaubst du, dass mir ein Spitzbart stehen würde, Eloschka? Ist das Lenin? Ihr könnt ruhig weiterreden. Ich stehe nur so rum und gucke. Uff. Uff. Hier ist ja alles drin. So, was haben wir hier noch? Hä? Wenn ich verbunden bin, studiere ich Astrophysik. Komplett. Und Mathematik. Und Chemie. Ach, Marx. Der Marx. Natürlich ist Karl Marx auch drin. Wie konnte der denn fehlen? Hier ist ja alles.
Ich meine, gut, zum Setting passt es aber halt, ne? Als bezeichnet. Wie die gebratenen Teigtaschen? Warum? Ein Schweißroboter. Wenn du dumm fragst, brät er dir eins über. Sehr witzig. Roboter tun niemandem etwas. Das ist gegen ihre Programmierung. Mhm. Ja, das weiß ich doch. Wir werden die fernsten Sterne erreichen. Und genau heute machen wir den ersten Schritt auf dieser historischen... Wir treten gleich näher, ne? Die Roboter tun niemandem was. Ich wette mit euch, das wird nicht gut altern. Was passiert, wenn wir bei jedem Gerät hier nachfragen? Nein, viel zu förmlich. Das ist ja kein Behördenbrief, verdammt. Also, das war's schon. Ciao. Okay. Oh, war schön hier, ne? Wirklich schön. Wow. Langsam, Junge. Langsam. Picard und Data. Die sowjetische Version von Picard und Data. Was machen die denn jetzt? Ach, hier ist die Gedenkstätte. Ich gehe allein. Ich muss mit den Jungs über etwas reden. Na, Captain? Ich grüße euch, Freunde. Ich konnte euch vor Kugeln schützen, aber nicht vor der faschistischen Pest. Also hier bin ich, der Letzte meiner Art. Ja. Hey, Slavka. Heute ist doch dein Geburtstag, oder? Hast du gedacht, ich vergesse ihn? Ich vergesse nie. Ehre unseren gefallenen Helden. Ihr habt unsere ewige Dankbarkeit, meine Freunde. Danke. Ganz genau, Vova. Nie vergessen. Keiner wird je vergessen. Das Setting ist halt wirklich wie in Wolfenstein, nur dass hier nicht die braune Pest gewonnen hat, sondern die rote Flut quasi. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was. Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Achte auf deine Wortwahl, Major. Wir sind an einem öffentlichen Ort. Ach, scheiß drauf. Fäkalie. Verdammte Fäkalie. Ja, kann man hier... Genosse Setchenov entwickelt die Polymere. Ein Wunder der Wissenschaft, das den zukünftigen Weg der Menschheit nicht nur in der Sowjetunion bestimmt. Aha. Huch! Ein Schlüsselmoment in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Die Geistesgrößen der Sowjetunion, jede von ihnen ein herausragender Wissenschaftler, darunter die Genossen Wawilow, Sacharow, Koroljow, Kurtschatow, Lebedjew, Pavlov, Setchenov, Filomenenko und Tschelomei. Vereinen ihre Kräfte, um eine Gruppe zu gründen, die die Grundlagen für verblüffende wissenschaftliche und technologische Fortschritte in der UdSSR und darüber hinaus schafft. Sowjetische Avengers. Huch, guten Tag. Was ist mit deinem... Ach so, wie unangenehm, wie peinlich. Oh Gott, die Schande. Hat aber auch einen komischen Arm. So, Erfindung der Wasserstoffzelle. Die Genossen Setchenov und Filomenenko entwickeln die erste polymerbasierte Wasserstoffzelle der Sowjetunion. Ab diesem Zeitpunkt gewinnt die Zukunft der sowjetischen Robotik weltweit an Wichtigkeit. Und hier, die braune Pest 42. Da kennt man da gar nichts. Nachdem das Dritte Reich erkannt hat, dass ein Untergang unvermeidlich sein würde, holt es zu einem furchtbaren, schändlichen und abscheulichen letzten Schlag aus, indem es ein tödliches Virus namens braune Pest auf die freie Welt loslässt. Hört sich an wie irgendwas mit Durchfall. Die Krankheit tötet mit unfassbarer Geschwindigkeit. Es gibt keine Rettung vor der verheerenden Pandemie und vorhandene Medikamente erweisen sich als unwirksam und Leute weigern sich, die Masken zu tragen. Oh! Herr Döhler spielt heute Klavier. Naja. Nein, es ist sehr gut. Ah, schön. Cheers. So, was haben wir hier noch? Hier. Wollte mal gucken. Wegen Details.
So, was haben wir hier noch? Gründung von Anlage 3826. In der Sowjetunion beginnt ein staatlich gefördertes, weltweites Programm zur industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Der Stolz der Sowjetwissenschaft wird gegründet, Anlage 3826, der Höhepunkt des Fortschritts, in der die größten Wissenschaftler der Welt ihre Heimstatt finden. Und ich kann mir sogar vorstellen, davon hat man früher wirklich geträumt von sowas. Kann ich mir wirklich vorstellen. Kollektiv 1-0, ja. In Anlage 3826 erfolgt der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv 1-0. Das erste globale Netzwerk der Welt vereint die größten Errungenschaften der Menschheit. Was auch immer diese sind, man weiß es nicht genau. So, erster bemannter Raumflug. Ein unglaublicher wissenschaftlicher Durchbruch für die Sowjetunion. Der Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin fliegt als erster Mensch ins All. So, kann ich hier? Da kann ich nicht drauf, schade. Wollt mal ins Wasser gehen. Der Start von Kollektiv 2.0 steht bevor. Das Resultat vieler Jahre harter Arbeit. Alle Sowjetwissenschaftler können stolz sein auf diese glorreiche Leistung. Sind wir vielleicht noch aus Kollektiv 1.0? Wow, nichts geht über die Wissenschaft. Die Kraft der Polymere ist unglaublich. Ach so, hier. Welch atemberaubende Schönheit. Als ich klein war, hätte ich mir nie träumen lassen, Menschen könnten so hoch und so weit reisen. Ich finde es aber komisch, wenn bei so alten Leuten die ganz junge Stimmen sind. Hallo, ich bin schon 83 Jahre alt und ich finde das alles sehr faszinierend. Ja. Komisch. Was mit deinen Armen? Falls jemand Fragen hat, beantworte ich sie gerne. Keiner hat Fragen. Niemand steht vor ihm. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten des Sonnensystems wir werden die künstliche Atmosphäre erreichen, was? Die für und menschliches genau Leben geeignet was? Den ersten Schritt. Bleib doch mal einen Satz erstmal, Genosse. Betrachtet dieses Modell des Universums, das wahrlich unser aller Heimat ist. Ja, das ist theoretisch, also eigentlich auch praktisch richtig. Aber keiner hört ihm zu, alle gucken nur da drauf. So, was ist denn los, Kollege, Genosse, General? Ich habe eine Frage. Ja, Genosse, wie kann ich helfen? Also, folgendes. Was kannst du mir über den Weltraum sagen? Was kannst du mir über den Weltraum sagen? Okay. Das ist mal eine Frage. Wir könnten endlos darüber reden und dennoch kein Ende finden. Eines ist jedoch gewiss. Die Frage, wie sollten wir auf der Erde leben, wird nur da draußen beantwortet. La 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 la. Und glaubst du denn tatsächlich, dass die Menschheit bereit ist, ihre Heimat zu verlassen? Eine philosophische Frage. Was die Technologie betrifft, werden wir in ein paar Jahren dazu in der Lage sein. Doch ob wir dafür wirklich bereit sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aha, okay, ja. Glaubst du an Außerirdische? Bekäme ich jedes Mal einen Rubel, wenn jemand diese Frage stellt, wäre ich ein Kapitalist. Aber ich hoffe, dass wir sehr bald zu den Sternen reisen und Außerirdische für andere sein werden. Schon. Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke. Hat er noch gar nicht in Bitkopeken investiert? Komische Art, ein Billiasch einzusetzen. Ja, ich war auch überrascht. Anscheinend kann der MA9 seinen Polymeremitter dazu verwenden, auf einem Raster Bilder zu erzeugen. Er dient jetzt sowohl als hochauflösende Videokamera als auch als Projektor. So ein 360-Grad-Ding wahrscheinlich, ne? So, aber... Nein, danke. Kein Bedarf. Ich habe ja schon alles gefragt. Wieso nein, danke? Mich. Ich habe gerade 10 Minuten mit diesem Typen geredet und kein einziges Wort verstanden. Sei nicht so streng mit dem jungen Mann. Er macht nur seine Arbeit. Der sollte am Straßenrand Sonnenblumenkerne verkaufen. Weltraumexperte, dass ich nicht lache. In Zukunft kannst du hoffentlich dasselbe Maß an Professionalität demonstrieren, das du von anderen erwartest. Für dich gilt das erst recht. Wer sind wir denn? Wir spielen so einen richtigen Sympathen, wa? Erwarten. Zu den Sternen wir zu reisen ist mein Traum. Das hat noch keiner vor uns genau geschafft. Wir könnten die wir Ersten sein. Doch, doch, Captain Picard und Data, die sind da hinten gerade. Kannst du gucken. So, aha, aha. Der Arbeiter, natürlich.
So, huch. Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt, die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich! Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Nimm die Kapsel. Das ist bestimmt eine gute Idee. Oh, die Musik, schön. Ganz ehrlich, wenn ich mir Wissen mit einer Nadel injizieren könnte, ich würde 3 Minuten später aussehen wie ein Mad-Eagle. Oh, wie cool. So, ich nehme eine Kapsel. Ich gönne mir einfach mal, ne? Das ist aber schwer. Achso, ist magnetisch. Wo wird die... Gott sei Dank. Gott sei Dank über die Hand. Zum Glück kein Zäpfchen. So, okay. Du hast jetzt deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? El Alt. Na gut. Hinfort, Dämon. Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Dadaismus? Zeug, was der Typ geraucht was? Hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Okay, meine erste Frage ist, können wir wieder rausgehen und da scannen? Nein, können wir nicht. Okay, was haben wir hier? Bis zum Start. Neues Kollektiv, des neuen Kollektivs. Noch 2 Tage. Okay. Cool. Okay, länger gedrückt halten geht auch. Der macht wirklich so, ne? Ich dachte, wir machen so. Er macht aber einfach L. Alter, was ist denn hier los? Alles Loser. Alles Loser. Alles L. Ah, gut. Huch! Hä? Herr Döhler? Schon wieder? Oh, oh Gott. Ganz ehrlich, so sehe ich aus beim Laufen, glaube ich. Oh, da drüben ist M&M's im Angebot. Oh! Schön. Okay, gut. Aha. Hier wird wieder ein Gronkh-TV programmiert. Sehr, sehr gut. Gronkh.tv im Browser eingeben. Ne? Dann sieht ihr, was dabei rausgekommen ist. Sehr, oh Gott. Oh, M&M's, ich bin gleich da. Gleich habe ich die Ohren. So, oha. Was sind das für Symbole hinten am Schädel? Oh. Okay, okay, okay.
Oh Gott. Aber so viel ist da gar nicht drin, ne? Ich hätte gedacht, da wäre jetzt vielleicht mehr Hydraulik und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so. So, haben wir hier noch was? Ist komisch, dass wir hier so wenig finden. Ich hätte gedacht, dass gerade hier, da unten ist noch irgendwas, nee. Ich hätte gedacht, dass wir hier als erstes irgendwas Geheimes finden. Weil die meinte, wir können verborgene Gegenstände entdecken und jetzt aber doch nicht. Ah, wir gucken mal später. Okay. Ach, wir müssen jetzt da lang. Okay. Oh, warte, da will ich auch nochmal gucken. Erinnert mich an meine Geburt. Good times. Huch. Mutti. So, warte. Weiter geht's. Warte. Raus hier. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Setchenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Das Publikum rastet. Wow, wow. Oh, okay. Meins, wie singt und lacht. Erstmal ein paar Kamelle schmeißen. Weißt du, warum mich das Spiel gerade erinnert? Ich hätte wahnsinnig gerne ein Fallout-Game. Nicht wie bei Fallout 4 mit dem kurzen Abschnitt, aber ich hätte gerne, wahnsinnig gerne ein Fallout, das noch vor der Bombe spielt. Oder vielleicht immer wechselt zwischen nach der Bombe, vor der Bombe. Dass man zwei verschiedene Charaktere spielt vielleicht oder so. Oh, das wäre so cool. Und das hier, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Nur nicht ganz so sowjetisch. Aber das wäre voll cool. Und am Ende treffen, das wäre wirklich nice. Das wäre wirklich cool. Wenn sich beide Charaktere am Ende irgendwie treffen, oh, das wäre cool. Käme die Kryokammer vielleicht ins Spiel, aber naja. Was denn das? Das sind noch alles Viecher, gegen die man kämpfen muss, bestimmt später noch, oder? Wow. 100 pro muss man gegen die noch kämpfen später. Was immer das hier sein soll, ich habe keine Ahnung. Da nehme ich ein bisschen an Schokopops. Ich guck noch mal ganz kurz, was an Robotern durchfährt. Ich glaube, da kommen. Okay, da kommen die zu mir. Okay. Ach, da. Ihre Gedanken Maschinen. Das schenkt uns endlich die Freiheit, auf lästige, unnötige Arbeit zu verzichten und uns ganz der Wissenschaft zu widmen. Das kann ja gar nicht schief gehen. Im Namen des Personals von Anlage 3826, Genosse Major, du wirst dort erwartet. Warte. Den neuralen Konnektor Gedanke. Alle Menschen stehen im Zentrum von Kollektiv 2.0, einem Netzwerk für die gesamte Menschheit, uns alle, das den Intellekt aller Individuen zu einem mächtigen Verstand bindet, frei von allen Grenzen. Dank des neuralen Konnektors Gedanke steuert ihr alle Roboter mit dem Verstand. Warum ist das 160p eigentlich? Akademische Fragen atemberaubend schnell. Greift auf das gesamte menschliche Wissen zu und kombiniert und verknüpft es mit euren eigenen Entdeckungen. Ihr braucht
Keine Bedienpulte mehr, keine unhandlichen Kommunikationsgeräte und Lautsprecher, keine Dokumente und elektronischen Notizbücher. Gedanke ersetzt jeden einzelnen... Gedanke! Das ist längst nicht alles. Euer Potenzial ist grenzenlos. Eine Fremdsprache in einer Minute lernen, an einem Tag die Quantenphysik, alle Meisterwerke der Weltliteratur auswendig lernen? Das ist möglich, sobald euer neuraler Konnektor Gedanke hier an eurer Schläfe installiert wurde. Sämtliche Kommunikation zwischen Gehirn und eurem persönlichen Gedankengerät wird ermöglicht über eine winzige Neuropolymer-Injektion in einem Polymerisationszentrum, wo ihr euer Gedankengerät erhaltet. In 5 Minuten, in nur 5 Minuten, werdet ihr zur Zukunft. Wir sind Borg. Genosse, Bürger der großen Sowjetunion, unterziehe dich wie alle noch heute der Polymerisation. Widerstand ist zwecklos. 2.0. Lerne, wie du mit deinen Gedanken Roboter steuern und das All erkundest. Erreiche den Gipfel der Evolution. Der weltweite Start von Kollektiv 2.0, unserem wunderbaren Netzwerk, erfolgt am 13. Juni 1955. Nur noch 2 Tage. Sichere dir dein Gedankengerät und werde noch heute zum Homo Futurum. Die Zukunft gehört schon dir. Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Deswegen konnten wir das Ding auch nicht installieren, ne? Weil das Spiel ist schon vorbei. Okay. Ist wirklich so ein bisschen Borg. Was ist denn? Oh nein, gegen den müssen wir bestimmt auch noch kämpfen, ne? Das wird doch bestimmt ein Gegner im Spiel, ein Bossgegner oder so. So, wo kriege ich denn jetzt mein Gerät? Ich will mein Gerät, ich will mich auch anschließen. So, oh Gott. Die müssen die ganze Scheiße hier auffegen. Und schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Setchenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Unser Anführer hat uns alle vereint und zeigt uns den Weg sodann. Wir wissen, dass er es gut mit uns meint und schreiten fröhlich voran. Dann schreitet ihr mal fröhlich voran in euren Untergang. Oh Gott, die fahren sicher jetzt erst. Oh Gott. Okay, rennen kann ich leider nicht. Oh. Oh, das... puh. Ach ja, schön. Ist wirklich wie Wolfenstein, nur eben auf der anderen Seite. Okay. Dann mal rein hier. Wow. Wow, wow. Ich liebe es hier. Egal, wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Wo ist denn der Aufzug? Warte, ich wollte mich noch ein bisschen umgucken gerade. Oh. Ist halt wirklich ein bisschen wie Bioshock, ne? No gods or kings, only men. So, warte. Ist das der Aufzug? Ah. Wow, wow, wow. Was für ein Aufzug. Man reist mondän. Oh. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt will ich nur mit solchen Aufzügen reisen. Mit Teppich und Sesseln. Ist ein bisschen wie Apple, ne? Gefühlt. Aha, aha. Kann ich mich hinsetzen? Ja, wir haben es ja nicht eilig. Wir haben 1955, da wird es auch schnellere Aufzüge geben, oder? Wir sind kurz vor Kollektiv 2.0. Da muss aber langsam schnellere Aufzüge geben. Und Glasfaser in jedem Haushalt. So. Hallo, hallo? Komm ich hier durch? Natürlich nicht. Oh, schön hier mit den Spots. Das ist natürlich nice. Das werden wir im Südflügel auch integrieren.
Und hier geht's zu meinem Streaming-Raum. So. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Geht klar. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Die Damen darf ich mal... Ich muss wieder zurück? Aber ich wollte hier mal gucken. Da darf ich mal... Sag mal... Aua! Ich stoße auf unüberwindbare Hindernisse, auf Augenhöhe. Hilfe! Ich würde da gerne mal... Ich will mich mal umgucken hier. Alter. Uff. Und 100 pro, wir müssen gegen die kämpfen. 100 pro, das sage ich über allen, ne? Wir müssen kämpfen, kämpfen. Wir müssen kämpfen gegen die. Aber ich glaube, wir müssen... Die werden bestimmt noch entgegen. Also, ne? So... Oh, hey, endlich wieder mit dem Fahrstuhl. Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science-Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber... Eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich folge einfach hier der Anzeige immer. Dann wissen wir immer, wo wir hin müssen. Einfach zum Wawilow-Komplex. Wir müssen jetzt auch erstmal ein Auto nehmen. Junge, Junge, Junge. Da oben hätte ich mich aber gerne noch umgeschaut. Ich glaube, das war da oben, ne? Und da oben geht es noch weiter nach oben. So, für die Menschen. Für das Proletariat. So, warte. Das ist die neueste Technologie. Das ist Turbina AMG. Der gute Turbina AMG, der zieht auch ganz schön. Der verbraucht vielleicht ein bisschen mehr, aber du bist auch schneller da einfach. Ich schalte direkt in Sportmodus. Huch. Oh. Nice.